Rein in den 16er, muss sich was zutrauen, kann das Dribbling, ja! Und der kommt noch ein bisschen zufällig durch. Lea Schüller antizipiert das ein bisschen spät vielleicht, aber damit konnte man noch nicht unbedingt rechnen. Versucht dann noch mit dem langen Bein. Wieder Sens. Erinnert hier schon an ihren ersten Auftritt in der Nationalmannschaft als Einwechselspielerin in Rostock gegen Dänemark. Lea Schüller. 1:0, vierte Minute. Das ist der erhoffte Start in dieses Spiel. Jonstert hier vorbei an Schulze Solano. Ups. Ja, gegen zwei durchgesetzt. Dilja Somas kommt zum Abschluss. Aber gute Situation zumindest mal für Ann-Kathrin Berger hier am Spiel teilzunehmen. Macht das auf die sichere. Williams dort hier raus zu Somas. Und immer wieder die Flanken rein. Und da ist der Ball drin. 1:1 durch Eirik Stottir, die sich dort am langen Pfosten Freiraum verschafft hat. Es hat sich ein bisschen angedeutet. Sie spielen so klar, so schnell, so einfach nach vorn, die Isländerinnen. Pokalfinale zu spielen, Wolfsburg gegen Bayern. Das will sie sich mit Sicherheit nicht entgehen lassen. Oberdorf hat viel Platz, nutzt den auch. Bühl. Oh, Direktabnahme von Sjoke Nüsken, die auch noch hier nach einer guten halben Stunde dabei ist, ihren Platz zu suchen. Ihren Raum zu suchen in der etwas offensiveren Positionierung des im Mittelfeld. Spielt ja bei Chelsea durchaus offensiver, als sie das in Deutschland getan hatte. In Frankfurt und auch in der Nationalmannschaft. Beiden wechseln sich in der tiefen Staffelung immer mal wieder ab. Schüller! Jawohl, der sitzt! 34. Minute. Bühl, Schüller, das ist das Duo, das hier auch den zweiten deutschen Treffer markiert. Schüller, Nüsken und Bühl. Man sieht jetzt sehr schön, dass eigentlich bei jedem Angriff mindestens drei deutsche Spielerinnen im 16er sind und sie laufen. Fünf deutsche Spielerinnen im 5-Meter-Raum. Nüsken. Oh, Ball noch nicht abgeklärt. Und dann ist es Oberdorf, die den rechten Fuß reinstellt und sich freundlichst bedankt. Flanke Linda und Brandt! Jule Brandt, meine Güte, der klebt. Das Pech jetzt aber auch wirklich nicht am Schuh, sondern in dem Fall am Kopf. Ins Zentrum kommt, ist auf jeden Fall eine Angelegenheit für die Leverkusenerin. Mit einem guten Eckball. Und Anton Stott hier geht gut rein in den Ball. Guter Kopfball, allerdings nicht platziert genug. Oberdorf. Die rackert bistungslos. Oberdorf! Also allein, was sie an Bällen da auch erobert, das hat natürlich mit der Gabe der Vororientierung bei ihr zu tun. Das ist schon eine Klasse für sich. Das ist es.
Schluss in Aachen hier auf dem Tivoli. Die Mannschaft von Horst Rubesch gewinnt mit 3:1 gegen Island. Wunsch zum Sieg. Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung der Mannschaft? Ja, sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben noch mal ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Sehr couragierter Auftritt von uns. Als Mannschaft geschlossen, verteidigt, hatten sehr viele Aktionen nach vorne, können sogar das ein oder andere Tor mehr machen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Wie zufrieden sind Sie auch mit der Abwehrleistung? Die Gegnerin kam doch gelegentlich zum Kopfball. Ja, also klar, das Tor müssen wir besser verteidigen. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, über weite Strecken es gut gemacht. Haben gerade mit Svendis Jungs dort hier am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, weil sie doch ihren Körper und ihre Schnelligkeit gut eingesetzt haben. Aber wir sind dann immer mehr ins Spiel gekommen und ich glaube, gegen Ende habe ich es dann auch besser gemacht. Sie sind im Moment Kapitänin, das scheint Ihnen zu liegen. Wie gehen Sie selbst mit dieser Position um? Ja, es ist natürlich eine Riesenehre für mich, eine große Wertschätzung. Aber ich glaube, Verantwortung übernehmen hat gar nicht so sehr was mit der Binde zu tun. Das kann jede einzelne Spielerin machen. Es war ein sehr schönes Gefühl, die Mannschaft aufs Feld zu führen. Aber wenn Poppy dann wieder da ist, dann darf sie auch gerne die Binde wieder haben. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.